Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute wieder eine What I Eat in a Day, also was ich so den ganzen Tag über gegessen habe. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Es inspiriert euch vielleicht ein bisschen. Und ihr seht, wie gesagt, ich sage immer wieder, das ist ein Tag, ja, ein Tag. Jeder Tag sieht anders aus. Ich esse jeden Tag was anderes. So gut wie, ja, eigentlich wirklich jeden Tag was anderes. Sogar mein Frühstück variierte mittlerweile ein bisschen mehr. Aber ja, vielleicht habt ihr Lust darauf. Bleibt am besten jetzt dran. Viel Spaß. Guten Morgen, ich mache mein Frühstück. Und zwar Sojajoghurt, nur noch im Rest. Leider habe ich mischt das dann noch mit Milch, also mit Hafermilch. Das ist mein Müsli, das habe ich selbst gemischt. Das ist basically das hier. Also, Haferflocken, zarte. Dann gebe ich rein Sultaninen, Hanfsamen, alles von Koro, Big Pack, dann ganz viele Pekannüsse, oh mein Gott, ich stehe gerade voll da drauf, mag das ganz gerne, sogar noch lieber als Walnüsse in letzter Zeit. Und Cornflakes, die sind ohne Zuckerzusatz, die mache ich noch rein, den Rest, wir haben noch eine große Packung neu, dann will ich jetzt erstmal das neu auffüllen, also ich werde das hier dann reinmachen. Und dann habe ich noch... gebe ich noch Zimt drauf und frische Früchte, aber seht ihr jetzt. Das kann man hier auffüllen. Ich mische das immer schön gern vorher. Und dann die Pekannüsse, die teile ich nur so grob. So, Tannen. Hanfsamen. Ich mache Leinsamen rein. Why not? Leinsamen. Und die Cornflakes. Und das ist meine fertige Müsli-Mischung derzeit. Gebe ich jetzt hier rein. Das ist mein Frühstück. Ich habe jetzt Banane genommen. Manchmal mache ich auch Apfel rein, manchmal Apfel und Banane. Dann gibt es Wasser, ein großes Glas Wasser, das ist mein Kamillentee und dann meine Vitamine, das ist so ein All-in-One-Produkt und ein Magnesium nochmal extra. Genau, Frühstück. Salat, Kartoffeln und Kraut. Und das Erbsenprotein-Schnitzel mit Pommes. Palmgarten und ein kleiner Snack. Diese Peanut Butter und Jelly. Schaut euch übrigens mal diese Pflanze an. Die ist so groß. Die ist so groß wie ich, wirklich so. Okay, weil ich heute Mittag nur das Schnitzel und Pommes gegessen habe und ich jetzt was Frisches brauche, habe ich jetzt das hier gemacht. Das sind einfach nur Zucchini-Nudeln, also roh. Alles roh eigentlich. Dann die Karotten, Gurke, Tomate und dann brate ich hier gerade noch Tofu an. Den gebe ich einfach auch rein. Den Rest kriegt dann der Tee, ne? So. Und dann einfach Essig, Öl, Salz und Pfeffer. Ganz basic. Ein bisschen Öl noch. Genau, was Freshes. Genau, das ist das jetzt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ihr fühlt euch inspiriert. Das ist immer so das, was ich eigentlich damit erreichen will, um zu zeigen, was es so alles gibt, was man machen kann und was man draußen essen kann, vielleicht auch eventuell. Genau, oder etwas, woran ihr schon länger nicht mehr gedacht habt. Ja, ach so, kann ich ja mal wieder machen, ne? Wisst ihr, was ich meine? Das finde ich immer so ganz, also so geht es mir immer, wenn ich solche Videos gucke. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank wieder fürs Einschalten. Folgt mir gerne auf Insta, da heiße ich auch, oder nicht auch, sondern da heiße ich Funny Pilgrim. Und auf TikTok heiße ich Yummy Pilgrim. Da können wir uns auch gerne sehen, wenn ihr wollt. Also bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.